The Amityville Horror von 1979 basiert auf Jay Ensons gleichnamigen Roman von 1977. Es gibt noch 8 weitere von anderen Autoren. Bis jetzt gab es 10 offizielle Fortsetzungen von verschiedenen Regisseuren, die alle Amityville so und so heißen. Bis auf Teil 9, da der ein Remake von Teil 1 sein soll. Daher hat der im Original keine Nummer oder Beititel. Von den Fortsetzungen liefen nur Teil 2, 3 und das Remake regulär im Kino. Siehe dazu die gleichnamige Rareview. Der Rest wurde direkt auf Video bzw. im TV entsorgt. 4 davon basieren auch tatsächlich auf 3 der Bücher. Teil 4 und 6 haben die gleiche Vorlage. Eine weitere Gemeinsamkeit, die sind alle ziemlich scheiße. Siehe dazu auch die Kinder des Zorns oder Hellraiser Franchise Grabreden und variieren von geht so bis völlig unschaubar. Übrigens, die anderen 5000 Milliarden Amityville Filme, die seit 2011 stündlich erscheinen, ähnlich wie bei der Nacht der lebenden Toten oder Sniper-Reihe, existieren, weil auch dieser Titel nicht geschützt ist. ...1989 basiert Sander Stearns Amityville 4 im Original The Evil Escapes auf John G. Jones' gleichnamiges Buch von 1988. Der TV-Film ignoriert die Ereignisse im letzten Teil, in denen ja das Haus am Ende zerstört wurde. Hier glaubt eine Gruppe unerschrockener Geistlicher, ich vermute mal das Exorzismus-Sonderkommando, das Böse aus dem berüchtigten Haus verbannt zu haben. Doch der Dämon schlüpft unbemerkt in eine äußerst ausgefallene, super auffällige Stehlampe mit Kopf und Arm, die kurze Zeit später auf einem Flohmarkt verhökert und nach Kalifornien verschickt wird. Dort erlebt nun eine frisch Verwitwete mit Sohn und 2 Töchtern, die nun bei der Mutter wohnt, dank der Amityville-Teufelslampe im Wohnzimmer eine Reihe merkwürdiger Haushaltsunfälle, selbst eine tote Angestellte. Und ein toter Klempner, den die Polizei während ihrer Ermittlungen übersieht und auch sonst niemand vermisst? Ja, wie auch immer. Irgendwann lässt sich auch einer aus der Priester-Squad vom Anfang blicken, traut sich aber bis kurz vor dem Finale irgendwie nicht ins Haus. Und die jüngste Tochter ähnelt und verhält sich so wie Carol Ann aus Poltergeist, spricht mit Toten und verschwindet im Wandschrank. Selbst das Filmposter macht keinen Hehl daraus, da steht sogar Poltergeist drauf. Da man den mit diesem unschaubar lahmen Scheiß hier mit Biegen und Brechen wohlgemerkt erfolglos kopieren möchte. Am Ende kann die Lampe erfolgreich exorziert werden, aber eigentlich schmeißen sie einfach nur aus dem Fenster. Und alles ist wieder normal. Natürlich nur, solange niemand in den Keller geht und dort den toten Klempner entdeckt. Im Folgejahr basiert Tom Berrys grauenhafter Langweiler The Amityville Curse, der Fluch, auf Hans Holzers gleichnamiges Buch von 1981. Die unfassbar langatmig inszenierte kanadische Videoproduktion mit einem R-Rating hat bis auf die Stadt nichts mit dem Vorgänger zu tun. Sie spielt nicht mal in demselben Haus. 12 Jahre nach einem Priestermord und anschließendem Selbstmord kauft ein unsympathisches Pärchen, die Frau ist empfänglich für Übersinnliches und macht sich ständig Notizen, dessen ehemaliges Anwesen und will es mit 3 unsympathischen Freunden renovieren, um es gewinnbringend wieder zu verscherbeln. Doch es beginnt schon bald dort zu spuken. Es gibt merkwürdige Geräusche, böse Träume, Unfälle, ein aggressiver Hund, seltsame Erscheinungen, mysteriöse Todesfälle etc. In den letzten 15 Minuten ist einer von was auch immer besessen und fängt an, die anderen grundlos zu töten. R-rated US Direct-to-Video-Produktion Amityville 1992 It's About Time, bei uns Face of Terror, basiert auf The Evil Escapes. Wie auch schon Amityville 4 The Evil Stehlampe Escapes. Hier gelangt eine verfluchte Standuhr aus Amityville nach Kalifornien in das Haus eines Architekten und dessen Familie. Dieser wird kurz darauf Opfer einer mysteriösen Hundeattacke. Und bis auf den Sohn, dem natürlich nicht geglaubt, sondern im Gegenteil, der sogar noch verdächtigt wird, scheint niemand zu ahnen, wer wirklich hinter all den Zwischenfällen steckt. Amityville 6, The Evil Standuhr Escapes von Tony Randall, siehe auch Hellraiser 2, Hellbound, ist ein recht kurzweiliger Zeitvertreib mit guten Effekten. Dank besserer Besetzung, deutlich kompetenterer Inszenierung und einigen überraschend kreativen Einfällen schafft er es, im Gegensatz zu den 3 Vorgängern, trotz hanebüchener Story ausnahmsweise mal zu unterhalten. Musik.
das kann man ein Jahr später John Molofskys Amityville A New Generation aka The Image of Evil nicht unterstellen. In der R-rated US Direct-to-Video-Produktion geht es um den Fotografen Keith, der von einem Landstreicher einen bösen Spiegel geschenkt bekommt, was schon bald zum Tod der Menschen in seinem Umfeld führt. Da der Spiegel unter anderem Nutzern ihr grauenvolles Ende vorauszeigt und sie dazu bringt, gegen ihre Natur zu handeln. Wie zum Beispiel sich umbringen. Oder noch schlimmer, sich freiwillig durch die ganzen Amityville-Filme zu quälen. Wieso habe ich mir bloß diesen verfluchten Spiegel schenken lassen? Es stellt sich heraus, dass Keith der Sohn des damaligen Amityville-Killers ist, der ihm, warum auch immer, den bösen Spiegel schenkte, den der anscheinend seit der Entlassung, also seit 7 Jahren, mit sich rumschleppte und im Finale nach Zerstörung 7 Jahre Unglück verheißt. Amityville 7 – The Evil Spiegel Escapes tut wirklich alles, um seiner Tagline »Das Grauen nimmt kein Ende« gerecht zu werden. Er ist grauenhaft langweilig, mit null Unterhaltungswert wie auch immer, und die uninteressante Story nimmt kein Ende und verschwindet in Nebenrollen den Stepvater Terry O'Quinn, den American Werewolf David Norton und selbst Chef Richard Roundtree höchstpersönlich. In Steve Whites US Direct-to-Video-Produktion Amityville Dollhouse, bei uns Das Böse stirbt nie von 1996, zieht eine Patchwork-Familie in ein neues, vom Vater selbst errichtetes Haus auf dem ehemaligen Amityville-Horror-Grundstück, das aber jetzt anscheinend abgelegen ganz woanders liegt. Als er im alten Schuppen ein Puppenmodell des Vorgängerhauses entdeckt, in dem anscheinend das Böse nun sein Unwesen treibt, bekommt es die Tochter von den nichtsahnenden Eltern geschenkt. Dort scheinen sich auch die nun folgenden schrecklichen Ereignisse in Modellform vorab abzuspielen. Unter anderem taucht ein toter Soldat/Ex-Mann auf, während der Kamin, der noch aus dem Originalhaus stammt, sich am Ende als das eigentliche Tor zur Hölle entpuppt. Amityville 8 – The Evil Kamin Escapes ist ein armseliger, wild zusammengeklauter Poltergeist-Hausaufguss auf Sparflamme, in dem kaum was von Interesse passiert und hat, wenn überhaupt, nur Trash-Unterhaltungswert. Frank Calhouns Amityville – The Awakening von 2017 ist keine Fortsetzung, sondern spielt in der realen Welt und behandelt die Reihe, der erste wird sogar geschaut und über die anderen gesprochen, als fiktionale Filme. Bis dato 9 an der Zahl, mit dem Remake von 2005 als offiziellen Abschluss. Hier ziehen Belle, ihr komatöser Zwillingsbruder James und die kleine Schwester mit der alleinerziehenden Mutter in ein neues Haus, um Geld zu sparen, damit sie die teure Behandlung von James bezahlen können. Bald wird ihr klar, dass sie gerade in das berüchtigte Amityville-Franchise gezogen sind. Seltsame Phänomene treten auf, darunter die wundersame Genesung des Bruders, wofür das Haus verantwortlich zu sein scheint, welches nun mit dem besessenen James, der am Ende wie gewohnt seine Familie töten will, das bekannte Programm abzieht. Produktionsfirma Blumhouse, siehe auch deren grauenhafte Der Blexorzist, die unschaubare oder ganz sicher nicht Halloween Remakes, liefert wie gewohnt etwas Möchtegern-Cleveres ab. Aber in Fakt ein völlig klischeehaftes, originalitätsarmes, überall her zusammengeborgtes Flickwerk. Wie den Filmnerd-Regelkenner aus Scream von 1996, Patricks Höllentrip von 1978 oder die gesamte Fiktion entpuppt sich als Realitätprämisse aus Wes Cravens New Nightmare von 1994. Die recht blutleere PG-13-Meter-Horror-Mär sollte eigentlich R-rated schon 2015 rauskommen, weshalb sie im Film auch von exakt 40 Jahre nach dem letzten Vorfall sprechen. Wurde aber dann doch nochmal umgeschnitten mit Nachdrehs und der Erscheinungstermin so häufig verschoben, dass er fast schon in Vergessenheit geriet, bis er irgendwann relativ unbemerkt auf Streaming auftauchte. We'll be right back.
Daniel Ferrans Direct-to-Video-Prequel Amityville Horror – Wie alles begann von 2018 ist ein Remake von Teil 2, nur diesmal ohne bekloppten Exorzismus am Ende, welcher ja ebenfalls angeblich auf den echten tragischen Ereignissen basiert und sich dabei ebenfalls das Meister aus dem Arsch zieht. Der, ähnlich wie auch schon der letzte, optisch relativ professionell wirkende Film ohne auch nur einen einzigen interessanten Charakter beginnt mit der Meldung der Morde und handelt dann über die letzten 3 Wochen vor der Tat. Ganz zum Schluss sieht man noch unter anderem Originalmaterial von der Verhaftung. In dieser knallhart recherchierten, absolut wahren Version, bis auf die Poltergeist-Elemente natürlich, wird der Sohn als eigentlich harmloser, kriegsdienstverweigernder, der echte Täter war ganz nebenbei beim Militär, friedliebender, fast schon Hippie dargestellt, der unter einer College-Absage und den ständigen Wutausbrüchen seines gewalttätigen Vaters mit angeblichen Mafia-Verbindungen zu leiden hatte. Sich daher mit der Schwester, die ihm bei der Flucht vor dem Vater helfen will, irgendwelchem okkulten Kram im sogenannten roten Raum zuwandte, wobei sie offensichtlich etwas ins Haus geholt haben, was nach und nach Besitz von ihm ergreift, bis er schließlich alle erschießt. Ja, aber klar doch.